Hallo und herzlich willkommen bei technophil.de und willkommen zum Testbericht des Mobistel Synus F3. Einige von euch haben ihn sehnsüchtig erwartet, seit ich seit vor einer guten Woche das Unboxing online habe. Heute möchte ich euch meine Erfahrungen mit dem Gerät nach einer Woche intensiven Testen und Alltagsgebrauch mitteilen. Und fangen wir einfach mal vorne an. Gucken wir uns das Gerät ein bisschen von außen an. Wir haben ein 4 Zoll Display mit einer 480x800 Auflösung. Es gibt eine Frontkamera mit VGA-Auflösung. Es gibt keinen Helligkeitssensor, der sich, wenn dann hier irgendwo befinden würde, aber einen Annäherungssensor, sodass beim Telefonieren das Display sich automatisch ausschaltet und man nicht mit der Wange jetzt zum Beispiel auflegt oder sonstige Aktionen ausführt. Ich mache es nochmal kurz an, dass wir auch die beleuchteten Tasten hier unten sehen können. Es gibt die drei Sensortasten hier für Menü, für den Homescreen, wo wir jetzt schon drauf sind, und die Zurücktaste. Die Beleuchtung davon ist nicht sehr geschickt gewählt. Wie ihr jetzt gleich sehen werdet, geht sie relativ schnell wieder aus und sie geht auch nur dann wieder an, wenn man eine der Tasten bedient. Wenn ich jetzt also hier am Display irgendwas mache, egal was ich tue, die bleiben erstmal aus. Erst wenn ich eine Taste drücke, geht die Beleuchtung an. Das ist eigentlich ziemlich dämlich, würde ich mal ganz offen sagen, weil wenn die Tasten nur beleuchtet sind, nachdem ich sie benutzt habe, dann brauche ich die Beleuchtung eigentlich auch nicht mehr wirklich. Andererseits ist es nicht wirklich schlimm, weil es sind die drei Standardtasten hier unten. Es ist relativ einfach zu wissen, wo man drauf drücken muss, und im Tageslicht, hier ist es jetzt schon so ein bisschen schummrig, sieht man die auch noch relativ gut. Also ungeschickt konfiguriert, programmiert von Mobistel, aber nicht wirklich tragisch. Was macht das Gerät interessant? Es ist zum einen ein sehr preiswertes Gerät. Es kostet unter 130 Euro zurzeit, bietet dafür aber eine ziemlich beeindruckende Ausstattung. Dual-Core-Prozessor mit 1 GHz, Dual-SIM-Funktionalität, also das heißt, man kann zwei SIM-Karten reinstecken. Im Moment ist jetzt nur eine drin, sonst würdet ihr oben zwei Empfangsanzeigen sehen in verschiedenen Farben. Das können wir vielleicht gleich zusammen mal machen, die zweite SIM reinlegen. Es hat, wie gesagt, den WVGA-Bildschirm mit der Auflösung, die ich eben schon erwähnt hatte, hat auf der Rückseite noch eine 5-Megapixel-Kamera, inklusive LED-Blitzchen, um die Bilder aufzuhellen. Hat natürlich Bluetooth, WLAN nach dem Endstandard, UMTS, eigentlich alles, was man so braucht bei einem Smartphone. Also eine ziemlich komplette Ausstattung und für den sehr niedrigen Preis von 130 Euro. Es gibt zurzeit kein günstigeres Dual-Core-Smartphone auf dem deutschen Markt. Ist das schon sehr beachtlich und auch eine sehr ordentliche Qualität, die letztendlich geliefert wird. Aber mehr dazu jetzt im weiteren Verlauf des Tests. Gucken wir noch mal kurz um das Gerät von außen rum. Die rechte Seite ist komplett leer, da ist nichts drauf. Oben haben wir den in Chrom-Stil gehaltenen Ein-Aus-Taster, die Micro-USB-Buchse, immer ein bisschen komisch, wenn die oben ist. Ich finde es unten angenehmer, aber nicht weiter wild. Kopfhörerbuchse. Auf der linken Seite haben wir hier eine Lautstärke-Wippe, die recht unauffällig integriert ist. Man kann sie so in den Spiegelungen jetzt, denke ich, hoffentlich sehen. Auch gerade so eben erfühlbar sitzt, also fast bündig im Gehäuse drin. Das könnte noch ein bisschen deutlicher ertastbar sein, aber es reicht eigentlich völlig aus und fühlt sich auch gut an, wackelt nichts dran. Das Gerät wird rundherum von so einem silbrig glänzenden, metallisch schimmernden Rahmen umgeben. Das sieht eigentlich relativ schick aus. Der ist hier unten nochmal unterbrochen, könnt ihr hier sehen. Das ist offensichtlich das kleine Löchelchen für das Mikrofon. Und das ist ganz witzig gemacht, weil das halt hier eben so in den Rahmen so ein bisschen nur eingelassen ist. Ja, und ansonsten haben wir dann auf der Rückseite ein etwas anders aussehendes Plastik. Zunächst einmal eine Hochglanzfläche, und ihr seht es hier, ich habe es eben noch abgeputzt, aber es ist schon wieder voller Fingerpatschen. Das ist immer ziemlich nervig. Machen wir schnell nochmal sauber, sodass wir hoffentlich den Glitzereffekt sehen können. Ja, ich glaube, jetzt kann man es sehr schön sehen. Immer wenn man so eine punktuelle Beleuchtung hat, wie jetzt hier durch meine Lampe, dann sieht man dieses Glitzern sehr schön. Tagsüber bei einem eher diffusen Licht sieht man das fast gar nicht. Das ist, finde ich, eigentlich so ganz angenehm. Es ist ein ganz witziger Gag, aber auch nicht so übertrieben auffällig wie jetzt das komische Muster, was das T1 von Mobistel zum Beispiel hatte, dass das weiter stören würde. So, nochmal abwischen. Ja, hier unten der Mobistel-Schriftzug, Lautsprechergrill, Kamera hatte ich schon erwähnt. Kommen wir zu meinen Eindrücken während des Testbetriebs. Im Unboxing habt ihr das vielleicht schon gesehen. Die Performance, wenn man hier so durch die Menüs wischt, die ist wirklich super. Auch wenn wir mal in die Einstellungen reingehen, hier so durch die
Menüs blättern. Das ist alles super flüssig. Auch Browsen im Internet geht hervorragend. Da zeigt der Dual-Core-Prozessor, wie wir ihn schon aus den anderen Handys von Mobistel kennen oder auch dem Alcatel 997D, dass er wirklich eine völlig ausreichende Power hat, um so ein Smartphone zu befeuern. Das ist schon mal eine feine Sache. Das Display hat eine, wie ich finde, eigentlich eine sehr schöne Darstellungsqualität, gute Farben, keinen sehr guten Schwarzwert, aber ist auch nicht weiter kritisch. Hier oben kann man es ein bisschen sehen, die Statusleiste, die ist jetzt, kann man erahnen, also oberhalb des grauen Bereichs von meiner Webseite selber. Ist nicht perfekt schwarz, aber okay, für ein Display in dieser Preisklasse völlig akzeptabel. Allerdings, wenn wir jetzt mal die Blickwinkel uns angucken und gerade nach oben, von oben herab drauf gucken, dann sieht das nicht so toll aus. Das ist jetzt hier bei so einem hellen Hintergrund nicht so stark. Wenn wir jetzt mal den dunkleren Hintergrund hier nehmen, dann sieht man, dass hier sich plötzlich die Farben komplett verändern. Man in je nach Winkel fast gar nichts mehr erkennen kann. Hier bei diesem Motiv ist es jetzt auch noch nicht so krass. Das ist schon ziemlich störend. Im Alltagsbetrieb, vor allen Dingen wenn man das Handy so wie jetzt aufrecht hält, stört das eigentlich kaum, weil irgendwie ich zumindest halte das Handy eher so ein bisschen nach von mir weggekippt als zu stark zu mir hingekippt, sodass ich diesen Effekt im Alltagsbetrieb normalerweise gar nicht sehe. Und nach unten hin sind die Blickwinkel deutlich besser. Da hat man auch so ein bisschen Kontrastschwund dabei, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Allerdings stört es, wenn man das Handy jetzt quer nimmt, um ein Video zu gucken, wenn man jetzt noch jemanden links neben sich sitzen hat, der hat dann ungefähr halt diesen Anblick hier und je nach Videoinhalt erkennt man dann gar nichts mehr. Ist mir selber so passiert, meine Tochter hat das Ding in der Hand, guckt ein kleines Filmchen und ich konnte kaum was erkennen. Also wenn man gerne schon mal Inhalte sich gemeinsam mit Leuten anguckt, dann ist das Handy definitiv nicht optimal, zumal ich dann vielleicht auch ein größeres Display empfehlen würde. Dann wäre zum Beispiel das Mobistel Synos T2 mit seinem riesen 5-Zoll-Display besser, um jetzt, sagen wir mal, die Urlaubsfotos rund zu zeigen oder gemeinsam YouTube-Späßchen zu genießen. Ansonsten, wie gesagt, das Display durchaus okay. Von den Seiten her sind die Blickwinkel gut, auch über die Diagonale gesehen, keine Farbverfälschung, wie wir das bei den Mobistel Synos T1 und T2 sehr stark hatten. Da kann man wirklich gut mit leben. Wenn man das Handy jetzt also nicht zum Rundzeigen von Bildern oder Videos benutzt, ist das völlig in Ordnung und bei der Preisklasse sowieso darf man sich da eigentlich gar nicht beschweren, finde ich. So, was gibt es noch zu berichten an Positiven von dem Gerät? Zum einen, der WLAN-Empfang ist wirklich gut. Dass wir jetzt hier den Vollausschlag sehen, ist nicht wirklich ein Wunder, weil ich stehe quasi neben dem Router, der auch als WLAN-Access Point hier dient. Aber auch im Alltagsgebrauch kann das durchaus mit dem Durchschnitt oder mit den meisten anderen Handys mithalten. Da gibt es eigentlich nur ein Handy, was wirklich deutlich besser noch, auch in kritischen Situationen weit weg vom Router eine gute WLAN-Verbindung hat. Das war das Alcatel 997D. Aber zum Beispiel mein Huawei SNP1, was ich mal noch so zum Vergleich hier dabei habe. Oder auch ein Samsung Galaxy S3, HTC One S und One X. Die sind alle nicht wirklich besser als das Mobistel F3. Also es hat wirklich einen recht guten, sehr zuverlässigen WLAN-Empfang, auch bei spezielleren Anforderungen, wie jetzt zum Beispiel Netzen, die keine ID mitsenden, also keinen Namen vergeben haben und damit so ein bisschen versteckt sein sollen. Funktioniert das gut? Da hatte ich ja mit dem Mobistel Synos T2 ziemlich viele Probleme gehabt. Das F3 benimmt sich da deutlich besser. GPS ist auch ein Punkt, wo es besser als die etwas größeren Brüder funktioniert. Vor allen Dingen das bei dem T1 liest man von viel Kritik, haben die Leute einige Probleme mit dem GPS. Wir können es spaßeshalber mal ausprobieren. Ich bin jetzt hier im geschlossenen Raum und noch nicht mal direkt neben einem Fenster. Vielleicht tut es sogar hier. Ich habe aber auch Außenaufnahmen gemacht und das ist jetzt ausgeschaltet. Da kriegt es sehr schnell eine Peilung. Funktioniert wirklich sehr zuverlässig. Man sieht jetzt immerhin, obwohl ich im geschlossenen Raum bin, wo ich eigentlich nicht erwarten würde, dass GPS funktioniert, sieht da schon mal so ein paar Satelliten. Allerdings so schwach, dass er noch nicht mal einen Balken anzeigt. Gut, möchte ich jetzt nicht weiter vertiefen. Das hier wäre zu viel erwartet, jetzt hier einen GPS-Empfang zu bekommen. Aber sowohl im Außentest mit dieser Test-App hier, als auch im Auto tatsächlich ausprobiert, funktioniert wunderbar, harmoniert auch mit
Google Maps wunderbar zusammen zum Navigieren. In dem Zusammenhang gibt es allerdings durchaus auch einen Kritikpunkt. Und zwar scheint das GPS relativ viel Strom zu verbrauchen. Entweder es ist das GPS oder es ist etwas anderes an Google Now. Nämlich sobald man Google Now, was halt zu dem Android 4.1.1, was hier vorinstalliert ist, natürlich dazugehört, aktiviert, ist die Batterieperformance auf einmal richtig, richtig schlecht. Innerhalb von 7-8 Stunden ist der Akku leer, ohne dass man viel gemacht hätte. Damit kommt man definitiv nicht über den Tag. Wenn ich GPS ausgeschaltet habe, hatte ich bislang den Eindruck, dass es besser ist. Gerade jetzt in der letzten Nacht ist es dann nochmal passiert, dass der Akku dann auf einmal trotz ausgeschaltetem GPS auf einmal stetig bergab ging, also innerhalb von ein paar Stunden in der Nacht dann leer gelaufen ist. Das will ich mir noch mal ein bisschen angucken. Da werde ich dann noch mal einen Nachtrag zu liefern, den er auf Technophil in dem entsprechenden Artikel zum Video, den Link findet hier unter dem Video, nachschauen könnt. Das möchte ich noch ein bisschen länger beobachten, wollte euch aber deshalb jetzt nicht länger auf den Testbericht warten lassen, weil ich weiß, es gibt noch keinen einzigen, zumindest Videotestbericht im Netz. Möchte ich natürlich gerne der Erste sein und euch auch die entsprechenden Infos liefern. Schauen wir uns kurz die Kamerafunktion des Mobistell Synos F3 an. Was wir hier sehen, ist die Standard-App von Android 4.1 Jelly Bean. Ich finde es relativ umständlich. Ich bin von meinem Handy, von dem Huawei, eine etwas andere gewöhnt. Wenn ich zum Beispiel hier von Kamera auf Video umschalten will, dann geht jetzt erstmal noch eine Leiste hoch und dann erst darf ich die Videokamera anklicken, anstatt dass hier einfach ein Schalter wäre, mit dem ich direkt umschalten kann. Ähnlich ist es auch, wenn der Blitz eingeschaltet ist, also wenn die Automatik jetzt sagt, mach Blitz an, dann erscheint hier oben ein kleines Blitzsymbol, auf das ich aber nicht draufklicken kann, um es auszuschalten, sondern ich muss dann hier über die Einstellungen gehen. Da gibt es dann den Blitzmodus. Ich mache jetzt mal die Automatik ein, jetzt sieht man, dass hier oben der Blitz ausgelöst wurde. Was man hier schon gut sehen kann, im Hintergrund mein schöner Buchenholzschreibtisch wird nicht scharf gestellt, dafür muss ich jetzt schon ein gutes Stück weiter weggehen. Offensichtlich hat das Handy keinen Autofokus in der Kamera. Dadurch sind so Makroaufnahmen, wie man die sonst mit Handykameras recht gut hinkriegt, aufgrund der kleinen Baugröße können die das eigentlich immer alle sehr gut, gelingen damit nicht. Also wenn ich jetzt so nah rangehe und damit ein schönes kleines Blümchen oder nur ein Insekt mal fotografieren will, was mit vielen Handys erstaunlich gut klappt, das tut es leider nicht. Auch ansonsten kann die Kamera nicht wirklich überzeugen. Für jetzt Bilder, die man auch hier auf dem Handy-Display anzeigen will und so unterwegs dann den Leuten auch mal zeigen will, hier, so war mein Urlaub, das habe ich alles unternommen. Reicht das völlig aus, auch auf dem Bildschirm, Computerbildschirm, das mal in voller Größe sich anschauen geht noch, aber sobald man reinzoomt, sieht man sehr schnell starke Pixel-Artefakte. Ich habe hier mal ein schlichtes Beispielfoto, was so auf dem Bildschirm okay aussieht. Wenn ich jetzt aber mal reinzoome, ich denke, dann kann man das auch auf dem Video schon recht gut erkennen, dass das nicht mehr wirklich scharf ist, dass die 5-Megapixel-Auflösung definitiv nicht ausgereizt wird. Ich werde aber auch Beispielfotos in dem Artikel zum Video posten, sodass ihr das genau sehen könnt. Bei der Gelegenheit möchte ich euch noch direkt ein paar andere Testfotos zeigen, nämlich diese hier. Aufrechtformat. Das ist ein Bild gegen eine weiße Wand mit Blitz eingeschaltet und da sieht man, dass die Ausleuchtung nicht nur sehr unregelmäßig ist, sondern teilweise auch recht gelblich. Die Wand ist nicht schneeweiß, aber trotzdem, man sieht hier unten, dass hier deutlich stärker gelb es schimmert. Und hier kann man auch nochmal sehr gut die Blickwinkelabhängigkeit des Displays erkennen. Hoppala, das ist schon so recht krass, was man jetzt hier so sieht. Also dieses Blitzlichtchen, das ist als Nottaschenlampe, wenn man das Schlüsselloch nicht findet, auf jeden Fall eine hilfreiche Sache. App dafür ist übrigens nicht dabei, aber findet man natürlich im Market. Zum Fotografieren auch für den Notfall, zum Aufhellen okay, aber naja, bei der Kamera darf man keine großen Ansprüche haben. Also wer jetzt gehofft hatte, mit so einer 5-Megapixel-Kamera seine einfache Digi-Knipse vielleicht ersetzen zu können, den würde ich ganz stark davon abraten. Generell sind die meisten Digitalkameras von der Qualität her immer noch besser als selbst gute Handyknipsen. Und bei dem hier ist das nochmal extremer. Immerhin, was schön ist, das kann ich vielleicht auch nochmal ganz kurz zeigen. Die Kamera reagiert recht schnell.
Ah, jetzt habe ich den Blitz an. Das dauert immer einen Moment, bis der natürlich dann feuert. Den machen wir mal aus. Sopp. Also es ist keine allzu große Auslöseverzögerung drin. Man kann auch im so Halbsekundentakt, würde ich mal schätzen, Fotos hintereinander schießen. Sprich, diese sprichwörtliche Schnappschusskamera, das kann man immerhin damit machen. Die Bilder sind nicht nur so mäßig, wie bei einem Schnappschuss man das vielleicht braucht, sondern auch können auch schnell genug ausgelöst werden, um wirklich relativ zügig mal ein Foto zu machen. Das leitet mich direkt zu einem anderen Thema rüber, nämlich dem Lockscreen. Ihr kennt das, wenn man so ein Jellybean-Gerät einschaltet oder auch bei Ice Cream Sandwich war es schon sehr ähnlich, hat man hier diesen Unlockscreen mit so einer kreisförmigen Anordnung, wo dann bis zu vier Sachen angeordnet sein können. Normalerweise hat man hier rechts den Unlock, den hat Mobistell aus mir unerfindlichen Gründen nach oben gelegt. Ich muss es also hier nach oben ziehen zum Unlocken. Rechts sind die SMS, links die Telefon-App. Das finde ich ziemlich nervig, weil ich instinktiv oft genug nach rechts rüberziehe und dann komme ich in die SMS-App und hier habe ich gerade keine SMS mehr drin. Man muss hier also zum Unlocken nach oben ziehen. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, das umzukonfigurieren. Das finde ich ein bisschen irritierend. Wer jetzt nicht viel mit anderen Android-Handys bislang zu tun hatte oder sogar hin und her wechselt, den dürfte das nicht so sehr stören. Für mich als Tester, der natürlich auch parallel immer noch andere Handys hat, ist das schon ziemlich ein bisschen ärgerlich. Aber eigentlich auch nur eine Kleinigkeit. So, hier noch ein ganz kleiner Blick auf ein Testergebnis von Antutu. So knapp 5700 Punkte. Das ist ein bisschen weniger, als ich bei den anderen Synos-Modellen erreicht hatte. Ich werde den Test noch ein paar Mal wiederholen und dann entsprechende Screenshots auch im Testbericht veröffentlichen. Aber letztendlich, ob es jetzt 6300 oder sowas, wie ich das bei dem Synos T2 erreicht hatte, oder hier diese 5,7 sind, ich denke mal, das ist in der Praxis nicht so sehr relevant. Bei aufwendigen Spielen kommt man dann natürlich eher an die Grenzen. Aber eigentlich gehe ich davon aus, dass beide die gleiche Performance liefern. Es ist der gleiche Prozessor drin, die ganze Hardware ist die gleiche, auch die Bildschirmauflösung ist in etwa die gleiche. Da sollten sich keine großen Unterschiede ergeben. Wo ich gerade Spiele erwähnt habe, so übliche Spiele wie zum Beispiel Angry Birds oder was es da alles noch für nette Spielereien gibt, die laufen natürlich alle ganz problemlos und ruckelfrei. Und selbst relativ aufwendige Sachen wie Real Racing zum Beispiel läuft absolut flüssig auf dem F3. Das ist, denke ich, wirklich bemerkenswert für 130 € ein Handy zu bekommen, was so ein 3D-Spiel vernünftig fährt. Alle Achtung. So, und jetzt zeigen wir mal ganz kurz Real Racing 3. Ihr seht, es läuft flüssig. Ja, ich bin jetzt nicht der Meister-Rennfahrer auf dem Handy. Aber ich denke, man kann ganz gut erkennen, dass es flüssig läuft. Schaut mal meine andere Ansicht um. Die Grafik sieht schon ganz nett aus. Also für 130 € Handy ist das schon, denke ich, durchaus, ja, beeindruckend. Beeindruckender jedenfalls als meine Fahrleistungen hier. Gut, genug davon. So, ja, wie ihr seht, auch so ein recht aufwendiges Spiel läuft problemlos. Interessanterweise sind in den Intro-Screens, während das geladen wird und dann in den Menüs, wo so Musik läuft, die ist ein bisschen verhackstückelt und das sieht alles ein bisschen ruckelig aus, aber das Spiel selber läuft erfreulich flüssig. So, dann kommen wir jetzt gleich noch zu den Dual-SIM-Funktionen und bevor wir das machen, möchte ich mit euch zusammen die zweite SIM hier noch einsetzen. Schalten wir es also erstmal aus. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das Gerät aus ist. So, ich dachte mir, ich nutze die Gelegenheit, euch auch das Gerät auch mal quasi von innen zu zeigen, beziehungsweise die beiden SIM-Schächte. Hier unten an der Ecke haben wir den Eingriff, also diese Aussparung, wo man so ein bisschen rein den Fingernagel reindrücken kann, um es aufzuziehen. Man zerrt dann einfach die Plastikrückseite ab, wie das so bei den meisten Handys geht. Den recht großflächigen, aber dünnen Akku mit 1600 mAh hatte ich ja schon mal im Unboxing gezeigt. So, und hier haben wir dann das Innenleben. Hier ist die MicroSD-Karte. Da habe ich jetzt eine 16 GB-Karte zum Testen drin. Eine SIM-Karte steckt schon drin und die zweite SIM-Karte legen wir jetzt noch dazu. Die kommen so sich gegenüberliegend mehr oder weniger hier rein. Und Akku wieder rein. Deckel zu, überall festdrücken.
starten. So, die SIM-Karten sind beide installiert. Ich habe auch mittlerweile die PIN-Nummern eingegeben. Sorry, die könnt ihr bei mir nicht mitsehen. Und wir sehen jetzt hier oben an den beiden Empfangsstärken, einmal in türkisblau und einmal in orange dargestellt. Das kann man aber auch konfigurieren, dass ich jetzt auf zwei SIM-Karten mit diesem einen Handy erreichbar bin. Wenn wir da mal in die Einstellungen reingehen, zum Beispiel über diesen Shortcut, über die Benachrichtigungsleiste hier oben, dann hat man direkt als ersten Punkt in dem Einstellungsmenü die SIM-Verwaltung. Hier sieht man jetzt, dass ich eine T-Mobile und eine O2-SIM drin habe, beziehungsweise also die Netze, in denen ich da verbunden bin. Ich kann die beide separat voneinander ein- oder ausschalten, kann also auch komplett offline gehen oder halt nur eine von beiden anhaben. Im Moment halt jetzt beide. Darunter kann ich dann für vier verschiedene Aktivitäten sozusagen einstellen, welche SIM-Karte dafür zuständig sein soll. Im Moment ist bei allen vier jetzt die die T-Mobile-Karte eingestellt. Sagen wir mal, SMS verschicke ich lieber über die andere. Dann stelle ich das hier ein. Videoanrufe möchte ich lieber gefragt werden, aber diese Option gibt es jetzt gerade hier nicht. Aber im Sprachanruf kann ich dann sagen, immer nachfragen. Dann gibt es dazu noch ein paar Einstellungen zum Roaming und ich kann auch nochmal direkt Richtung Kontakte gehen, wo ich dann einzelne Kontakte den einzelnen SIM-Karten auch zuordnen kann. Also so wie gehabt eigentlich die gleichen Einstellungsoptionen, die ich bei allen MediaTek-basierten Dual-SIM-Phones habe, also bei den beiden anderen Mobistel Sinos-Geräten oder Sinos-Geräten, sowie auch bei Alcatel. Zusätzlich gibt es noch eine kleine Nettigkeit, die ich bei den ersten Tests vermisst hatte. Und zwar, wenn ich jetzt mal in die Profileinstellungen hier reingehe. Die haben wir irgendwo hier unten. Profile, wo haben wir euch? Audioprofile, da sind wir doch. Da gibt es zum einen vier verschiedene Profile. Ich könnte noch mit diesem Pluszeichen hier unten weitere hinzufügen. Ich nehme jetzt mal das gerade aktive, wähle das aus. Na, so kann ich die Einstellungen verändern. Kann da so verschiedene Punkte zu einstellen, ob das jetzt vibrieren soll und was für einen Klingelton verwendet werden soll. Und gerade da ist jetzt noch der interessante Punkt, den ich euch gerne zeigen möchte. Der Sprachanruf-Rufton, wie es hier so schön heißt, den kann ich separat für die SIM 1 und für die SIM 2 festlegen. Das ist normalerweise genauso wie hier oben auch. Also die linke wäre dann die linke von der Anzeige hier, also die hellblaue, SIM 2 wäre die orange. Und ich kann für beide einen separaten Klingelton vergeben. Das finde ich super sinnvoll, weil wenn ich jetzt zum Beispiel eine berufliche SIM-Karte und eine private reinstecke, dann würde ich schon gerne am Klingelton hören können, worum es gerade geht, weshalb ich gerade angerufen werde. Das also definitiv ein nettes Feature. Ja, insgesamt bei der SIM-Kartenverwaltung oder dieser Dual-SIM-Verwaltung wenig zu wünschen übrig. Es gibt immer wieder Fragen dazu, wie ist das? Bin ich jetzt nur auf einer SIM erreichbar oder wirklich auf beiden? Wie ist es, wenn ich mit der einen im Internet bin, mit der anderen telefoniere und so weiter? Es ist halt so, dass dieses Telefon, wie die meisten Dual-SIM-Telefone, die es auf dem Markt gibt, auch letztendlich nur ein Empfangsteil hat. Das heißt, wirklich aktiv kann immer nur eine von den SIM-Karten sein. Die andere wird dann, sobald die eine tatsächlich genutzt wird, deaktiv geschaltet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer SIM-Karte telefoniere, dann kann die andere keinen Anruf mehr annehmen, sondern die wird dann wie besetzt geschaltet, sodass dann automatisch der Anrufbeantworter, Neudeutsch Voicemail, dran geht. Ähnlich ist es, wenn ich im Internet bin. Wenn ich jetzt mit der SIM 1 meinetwegen im Internet gerade surfe und ich erhalte einen Anruf auf SIM 2, dann wird die SIM 1 automatisch offline geschaltet, das heißt, die Internetverbindung wird unterbrochen. Ich kann telefonieren und sobald ich auflege, wird die Internetverbindung dann auch wieder aufgebaut. Ich kann weiter telefonieren. Das heißt, es geht nicht unbedingt beides gleichzeitig. Das kann schon mal ärgerlich sein, wenn man längere Telefongespräche führt, meinetwegen sogar eine Telefonkonferenz über Headset und gleichzeitig noch den Laptop per WLAN-Hotspot mit Daten versorgen will. Das tut es dann nicht unbedingt, beziehungsweise es tut es, wenn dann nur, wenn man es über eine und die gleiche SIM-Karte macht und die auch im UMTS-Netz unterwegs ist. Da kann man tatsächlich beides gleichzeitig machen. Bei GSM, also dem älteren Standard,
geht es nicht und wie schon gesagt auch nicht bei zwei verschiedenen SIM-Karten. Da kann immer nur eine von wirklich aktiv sein. Kommen wir zum Fazit. Wie beurteile ich letztendlich dieses Telefon? Das Mobistel Synus F3, finde ich, bietet für seinen Preis unglaublich viel und hat auch nur relativ kleine Schwächen dafür, so mit denen man durchaus leben kann. Vor allen Dingen, wenn man halt sparen will und sich nicht so ein teures Gerät leisten will, dann denke ich, muss man mit so ein paar Nachteilen leben. Und da ist, glaube ich, hier ein ganz guter Kompromiss gelungen. Ein Punkt, der sicherlich die Kosten immer sehr stark beeinflusst, ist das Display. Das ist im Prinzip schon sehr gut hier. Es gibt viele preiswerte Smartphones, die dann bei der Auflösung sparen, wo man dann nur so 320x480 Pixel oder sowas hat. Und das macht sicherlich keinen Spaß damit, im Internet zu surfen oder Spiele zu spielen. Hier haben wir die vor ein paar Jahren noch Top-Auflösung für Smartphones. Mittlerweile ist das so die untere Standardklasse, 480x800 Punkten. Das reicht völlig aus, gerade bei so einem relativ kleinen Display ist das eigentlich eine schöne Auflösung. Da gibt es nichts zu meckern. Schwäche sind dagegen die Blickwinkel. Man sieht das hier, gerade wenn man von oben guckt, ist das so ein bisschen nachteilig. Das ist, finde ich, mit der größte Nachteil an diesem Handy. Sprich, wenn man das gerne oft nutzt, um jetzt zum Beispiel YouTube-Filme gemeinsam mit Freunden zu gucken, mal abgesehen davon, dass das Display dafür vielleicht ein bisschen klein ist, ist es einfach mit dem Blickwinkel, wenn man das Ding jetzt halt so rumhält und dann jemand links von einem sitzt, der sieht halt deutlich, deutlich weniger. Und wenn man Pech hat und es ein eher dunkles Video ist, erkennt er gar nichts mehr. Das ist definitiv aus meiner Sicht der größte Nachteil von diesem Gerät hier. Ansonsten, Performance ist wunderbar, das Display ist von den Farben her auch schön, am Prozessor, an der Dual-SIM-Funktionalität, am WLAN, am GPS, da gibt es eigentlich nicht wirklich was auszusetzen. Es gibt so diese kleine Nicklichkeit, dass die Tasten hier unten nur dann beleuchtet sind, wenn man so bedient hat. Das ist irgendwie ärgerlich, weil man sich denkt, Mensch, wie kann man nur so eine eigenartige Designentscheidung fällen, aber es ist nicht wirklich störend, weil die drei Positionen hier unten, was jetzt was ist, die kann man sich auch noch blind merken. Ansonsten die Kleinigkeit mit dem Lockscreen, dass halt das Anlocken nach oben wischen bedeutet und nicht wie bei praktisch allen anderen Handys nach rechts. Yo, kann man sich auch dran gewöhnen auf die Dauer. Also es gibt eigentlich wenig große Nachteile. Fotokünstler werden vielleicht noch enttäuscht sein, dass sie jetzt nicht eine super tolle Kamera bekommen, aber mal ehrlich gesagt, für 130 Euro, was kann man da schon großartig erwarten? Da würde ich mal sagen, ist die Kamera auch immer noch durchaus brauchbar. Das Schöne daran ist, dass sie immerhin noch relativ schnell auslöst, sodass man sie wirklich schnappschusstauglich ist und für die berüchtigten oder sprichwörtlichen Schnappschüsse dann tatsächlich auch taugt. Tolle Makroaufnahmen, das sehen wir hier schon wieder an dem Tisch, den kriegt es einfach nicht mal scharf gestellt, da es halt keinen Autofokus gibt, sind nicht drin, aber bei ordentlichem Licht, ordentlichen Lichtverhältnissen draußen, kann man durchaus ganz nette, bunte Fotos machen und auch mal so Situationen festhalten. Solange man nicht großartig reinzoomt, fällt noch gar nicht mal die Qualität allzu extrem ab. Also mein Fazit letztendlich, das Preis-Leistungs-Verhältnis für dieses Telefon ist wirklich top. Es gibt derzeit kein preiswerteres Dual-Core-Smartphone auf dem Markt und ich denke, Dual-Core macht durchaus Sinn, weil hier hat man wirklich eine super flüssige Bedienung, auch beim Browsen, beim Spielen, da kommt man relativ spät erst an Grenzen. Dafür, dass es wirklich so am ganz unteren Ende der Preisskala ist sozusagen, gibt es da wirklich unglaublich wenig zu bemängeln. Das ist wirklich beeindruckend. Übrigens noch ein nettes kleines Feature, dass man hier oben die Prozentanzeige des Akkus anzeigen kann. Das kann man bei den Einstellungen hier unter Akku konfigurieren. Hier sieht man ja, das kennt man schon seit Android Ice Cream Sandwich, diesen Verlauf und hier unten die Apps, die den meisten Strom verbraucht haben. Aber hier oben gibt es halt dieses nette kleine Häkchen, dass da oben noch zusätzlich eine Prozentzahl einzeugt. Finde ich ganz nett. Man sollte sich nicht verrückt machen, wenn da jetzt die Prozentzahlen runtersacken. So genau ist die Anzeige natürlich auch nicht, aber ich mag es prinzipiell immer. Ja,
Also von meiner Seite aus, wenn jemand ein relativ kleines, handliches Smartphone für wenig Geld sucht, nicht extrem große Anforderungen an die Kamera stellt, jetzt im Vergleich zu Handykameras allgemein, mit einer digitalen Spiegelreflex darf man es natürlich sowieso nicht vergleichen, dann kann man das Gerät hier durchaus empfehlen. Jetzt im direkten Vergleich zu seinen größeren Brüdern T1 und T2 oder auch dem Alcatel 97D bin ich auch schon gefragt worden, welches willst du dir davon kaufen? Ups, nee, ausschalten wollte ich es noch nicht. Würde ich mal sagen, das muss man so ein bisschen von den eigenen Anforderungen abhängig machen. Mir persönlich gefällt das Alcatel 997D immer noch so einen Tick am besten, hat ein super gutes WLAN. Und ansonsten eigentlich keine echten Schwächen, außer der Kamera, die ist bei all diesen Geräten nicht so super toll. Das Synos T2 ist, wenn man ein wirklich großes Gerät haben will, eine tolle Sache. Dagegen das F3 hier halt ein etwas kompakteres Gerät, das kleinste von allen, wobei es nicht sehr viel kleiner von den Außenmaßen ist als die anderen Geräte. Ich habe jetzt nämlich mal das Alcatel 997D hier im direkten Größenvergleich daneben. Ich mache jetzt auch mal das Display an, sodass man vernünftig was sieht. Na. Müssen wir ein bisschen rauszoomen. Sorry. Dann sieht man jetzt hier, das Alcatel ist schon ein gutes Stückchen höher, aber auch nur ein paar Millimeter von der Breite her. Na, nehmen wir sie mal so nebeneinander. Da tut sich nicht viel. Das sind auch nur so ein, zwei Millimeter hier vielleicht. Von der Dicke her tut sich da auch nichts im Sinne, na, was mache ich denn jetzt hier, im Sinne des F3. Im Gegenteil, das ist ein Hauch dicker sogar. Nach oben hin wird es ein bisschen stärker, weil das Alcatel hier halt die untere Seite etwas stärker hat. Da sind halt, ist ein bisschen was von Mobistell verschenkt worden. Durch das kleinere Display, 4 Zoll im Vergleich zu 4,3, wie es das Alcatel oder auch das Synos T1 haben, resultiert nicht in dem entsprechend kleineren Gehäuse, sondern dadurch, dass hier die Ränder etwas breiter geblieben sind, es ist nur ein Tick kleiner, das Gehäuse. Trotzdem, das F3 liegt mit seiner Bauform unglaublich gut in der Hand, fühlt sich einfach sehr, sehr angenehm an. Es ist ein richtiger Handschmeichler, kommt letztendlich auch diesem abgerundeten Flusskieselgedanken, den Samsung mit dem Galaxy S3 eingeführt hat, relativ nah. Ja, ist einfach ein Handschmeichler, würde ich mal sagen. Ich muss sagen, ich habe es in dieser Woche, in der ich es jetzt intensiv genutzt habe, tagtäglich damit telefoniert, habe E-Mail abgerufen, habe gespielt, habe alles Mögliche immer bei mir dabei hatte. Ich habe es immer wieder gern in die Hand genommen, auch wenn mein Huawei SNP1 noch eine gute Klasse besser ist und das schönere, buntere Display hat, flacher ist. Das Ding hier ist schon sehr angenehm in der Hand und nochmal für diese ganzen 130 € die es zurzeit kostet, vielleicht sagt der Preis sogar noch ein klein bisschen weiter, ist das wirklich ein verdammt gutes Smartphone. Also von mir aus eine dicke Kaufempfehlung, wer ein sehr preiswertes Smartphone sucht, sollte zuschlagen. Nur wenn man sehr häufig Fotos, Videos oder andere Sachen auf diesem Display von dem Smartphone mit Freunden teilen will, sodass man halt im Querformat mit mehreren Leuten nebeneinander sitzt, dann sollte man das den Leuten, die links neben einem sitzen, lieber ersparen. Dann ist es nicht optimal. Und auch die Fotokamera ist nicht perfekt. Allerdings darf man das bei dem Preis auch, denke ich, wirklich nicht erwarten. Also wer jetzt ein Handy sucht, was wirklich tolle Fotos schießt, der muss deutlich mehr Geld anlegen oder sollte sich vielleicht lieber einfach eine preiswerte Digitalkamera dazu kaufen. Die wird auf jeden Fall mehr Bildqualität liefern als dieses Teil jetzt hier. Aber wie gesagt, eine dicke Kaufempfehlung von mir. Preis-Leistungs-Verhältnis absolut überragend. Ich denke, damit macht man nichts falsch. Ja, soweit von mir. Mein Name ist Klaus von technophil.de. Schaut bitte auch auf meine Webseite www.technophil.de. Da wird es zu diesem Testbericht noch eine ganze Reihe Testfotos, ich denke auch Testvideos, Zusatzinformationen geben. Ich werde da auch nochmal zu dem Akkuproblem Stellung nehmen, beziehungsweise nochmal ein Update geben, ob das mit dem Ausschalten von Google Now zum Beispiel dann wirklich besser wird. Ansonsten, ja. Gebt mir bitte einen Thumbs up, abonniert meinen Kanal. Ich wäre froh, wenn von euch zu hören. Hinterlasst mir gerne auch Kommentare, stellt Fragen. Ich versuche so viel wie möglich davon zu beantworten. Bis denn, euer Klaus.